Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir sind immer noch auf der S-List und wir haben jetzt Ersatz gefunden. Und Melanie hat sich eine Kiste aus dem Kartellmarkt gekauft. Ja, das habe ich dann gekriegt. Ein kulturelles Artefakt. Und ein Oberteil der Tänzerin. Interessant. Ein stilvolles Oberteil der Tänzerin, das ich nicht anziehen kann. Oh, ich muss... Und ich habe ein Pad gekriegt. Ich muss bis Strich beginnen. Ah. Der eine hockt da immer noch chillig. Ja. Na los, Tyrus. Ihr schafft es, Sir. Ihr schafft es. Er ist tot, Sir. Und ich wurde auf den Desktop geschmissen. Was sind unsere Befehle? Super. Eure Befehle? Die Waffen sind hin, Schilde sind hin und das Komm ist hin. Wir können nichts mehr tun. Ist ja immer so, mitten in den Gesprächen. Nein, die Schilde sind hin. Nein, wir werden sterben. Wir werden sterben. Hast du's? Ja, jetzt habe ich mich beruhigt. Wir warten auf ein Gruppenmitglied. Wo war ich? Wir werden alle sterben. Wenn wir noch weiter beschossen werden, sterben wir wirklich. Irgendwas hat... Ah, da. Ich warte immer noch auf ein Gruppenmitglied. Ah! Ja, Entschuldigung. Ich bin ein Jedi. Gib die Hoffnung nicht auf. Ich bin ein Jedi. Der Pfad ist nicht immer klar. Doch das heißt nicht, dass es keinen gibt. Was steht dieser Jedi auf unserer Brücke und quatscht Unsinn? Wir haben genug Ärger. Sir, wir können jede Hilfe gebrauchen. Junge. Wenn wir hier nicht durchhalten, war's das. Durchhalten? Nein. Die Imperialen haben uns in der Hand. Wir sind schon so gut wie tot. Reißt euch zusammen! Das ist jetzt wirklich nicht hilfreich. Ich fasse es nicht, was hier passiert. Sir, eine Nachricht. Das imperiale Schiff nimmt Kontakt auf. Sie nehmen Kontakt auf. Oh. Gut. Stellt sie durch. So, Vorwarnung, wir werden euch gleich töten. Republikanischer Transporter SLS. Hier spricht Großmoff Rikers Killer. Hi. Eure Verteidigung ist außer Kraft. Der klingt schwul. Der Stand ist zwecklos. Du magst den doch so. Ach nee, Moment, das waren andere. ich weiß noch mal. Wir bekämpfen euch und eure Lakaien bis zum bitteren Ende. Ich weiß, wenn du meinst. Und nein, ich mag ihn nicht. Mann. Er repräsentiert nein, uns nicht. Nicht. Ich meine, dass ich mal welche ganz getroffen habe, die wir euch repräsentiert. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Euer Schiff transportiert eine Anti-Imperial-Touristin und Aufrührerin. Die sogenannte Botschafterin Vin Azara. Keine Ahnung. Wegen ihr bin ich hier. Wen? Wegen ihr hier. Wir haben keinen Passagier, der so heißt. Ich kenne den Namen nicht einmal. Interessant. Lüge oder Inkompetenz? Egal. Meine Agenten an Bord des Schiffs haben ihre Anwesenheit bestätigt. Ich finde, der klingt schwul und er sieht auch nicht gerade doll aus. Warum soll man den mögen? Keine Ahnung. Was plant ihr nun zu tun, Kilran? Ihr könnt uns nicht zwingen, sie auszuliefern. Ich bin mir sicher, dass ich es kann. Imperiale Soldaten betreten in Kürze euer Schiff über die primäre Luftschleuse. Meine Agenten sorgen dafür, dass ihr sie nicht behindert. Wenn ihr versucht, meine Männer davon abzuhalten, Azara zu verhaften, werde ich jeden an Bord der SLS töten lassen. Lebt wohl. Was? Töten? Ja, von mir aus. Lass mich. Leck mich. Das ist nicht gut. Ja, gerade in Panik, Schatz. Ich weiß nicht, irgendwie mit dem Schmuggler hat das mal sehr gepasst. Das ist nicht mein Kampf und wo bla. Wo ist die primäre Luftschleuse? Ich werde die Imperialen aufhalten. Habt ihr nicht zugehört? Wenn wir kämpfen, bringen sie uns um. Wir müssen kooperieren. Das bringt nichts. Kilran hat uns im Griff. Er bringt alle um. Dafür ist er bekannt. Er will nur die Botschafterin lebend haben. Wenn Kilran die Botschafterin findet, solange wir da sind, war es das für uns. Diese Soldaten müssen unbedingt vorher gestoppt werden. Korrekt. Ach Mann, ich wollte jetzt gerade nicht so pessimistisch sein. Verdammt. Wir werden das niemals schaffen. Das wollte ich doch gar ich nicht. Ich spüre, dass dieser Versuch ein Fehlschlag wird. Wir haben keine Wahl. Alle verfügbaren Leute zur primären Luftschleuse, sonst sind wir tot. Und ihr ebenfalls. Tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. Ich bin nervlich am Ende. Wir alle. Aber wenn ihr die Imperialen nicht aufhaltet, sind wir tot. Was würde diese Aufgabe beinhalten? Haltet die Imperialen vom Schiff fern, während wir uns einen Ausweg überlegen. Das ist alles. Unser Sicherheitstrupp trifft euch bei der primären Luftschleuse. Sie waren nicht auf dem Einsatz. Aber Commander Narlok kennt sich aus. Viel Glück. Wir alle zählen auf euch. Ich fand es trotzdem gut, wie ruhig du das so erklärt hast. So, wie ruhig du das so gesagt hast.
Ich denke, dass diese Idee ein Fehler ist. Ich bin halt ein Jedi. So, ey, bei der Erscheinung hätte ich jetzt erwartet. Scheiße, wir werden alle sterben. Also das erwarte ich eher so beim Schmuggler. Der Schmuggler hat da bestimmt dann irgendwie so, also wir werden alle sterben. Back here. Insgesamt, wenn ich mich noch so recht erinnere, der Schmuggler, da konntest du wirklich so, ja, ist nicht so meine Sache und nee, und ich will nichts machen, Ja, ist alles kaputt und da tauchen auch schon Männer auf. Die uns aufhalten sollen, imperiale Agenten. Und hier sehen wir auch noch etwas Neues, was wir vorher nicht gesehen haben. Da war ein Pass, das hätte ich anschießen können, oder besser gesagt, deine Spezialfähigkeit mit der Macht nutzen können. Und daraufhin wäre das Teil in die Luft geflogen. Mega unsicher werden, das ist cool. Ups, warum buff ich hier? Keine Ahnung. Warum hast du nur so einen Babybuff? Keine Ahnung, weil ich blöd bin. So ein Babybuff mit zwei Buffs auf einmal. Besser als so ein Babybuff mit nur einem Buff auf einmal. Das. Moment, wieso kriegst du zwei Buffs auf einmal? Wegen Sith Inquisitor durch. Ja, aber das ist ja dasselbe. Du kriegst nur einen. Weil wegen Senf. Also war das noch, weil die andere gebufft hat, deswegen war das so hoch. Der Zeitpunkt ist gekommen, Männer. Nein, ich hierfür hab sogar zwei wurden Buffs. Wir ausgebildet. Die Imperialen kommen und wir werden sie nicht durchlassen. Oder? Sir, nein, Sir. Wir kämpfen nicht allein. Wir haben einige sehr erfahrene Freiwillige unter uns. Die Imperialen werden nicht mit so viel Gegenwehr rechnen. Die Macht wird uns zum Sieg führen. Die Macht ist mit uns, Männer. Wir sind unaufhaltsam. Die Imperialen werden jeden Moment durchbrechen. Wir müssen Verteidigungsstellungen einnehmen. Nebenbei, wir sind jetzt eine komplette Jedi-Gruppe. Alles Jedi-Botschafter. Julio. Wenngleich der eine, trotzdem er ja irgendwie ein bisschen Ahnung hat, anscheinend, aber er hat nicht mal ein Lichtschwert. Sieg. Oder also er hat wahrscheinlich nicht mal seine Klassen-Story fertig gemacht. Und ich habe ja auch noch eine neue Fähigkeit, diese Erschütterung. Neben meiner Heilfähigkeit. Und hier haben wir auch noch Machtwirksamkeit. Die erhöht meine Reichweite und meine Fähigkeit. Und ich hau die ganze Zeit auf diesen Trottel hier ein. Genau. Warum? Weil ich Tank bin. Ihr müsst euch beeilen, das war alles eine Falle. Ergebt euch! Die Imperialen haben uns getäuscht. Das war eine Falle, die Botschafterin. Schnappt oder sie um jeden Preis. Das hätte man auch gar nicht ahnen können, ne? Nein. Ich bin jetzt sehr überrascht. Ja, ich auch. Ja, hier, das ist natürlich jetzt noch so ein Anfang, den man vielleicht so ein bisschen Gruppendynamik üben kann. Aber wegen noch fehlender Fähigkeiten, weil ich meine, der Tank kann nicht mal spotten. Sieg? Ja. Oder Tod? Deswegen ist das jetzt natürlich so eine große Herausforderung. Ja. Das wird später natürlich dann noch wiederum schwieriger und da muss der Heiler auch mehr heilen. Ja. Eine Rüstung, die wir alle nicht tragen können und wir haben Coruscant-Auszeichnungen gekriegt. Juhu! Und wir müssen wieder mit dem Mon Calamari sprechen. Lass mich doch erstmal heilen. Wir haben es geschafft, Männer! Geschafft! Das Schiff ist gerettet! Yeah! Es tut mir leid, Commander, aber... Total! So ist es nicht. Guck mal, noch so ein Kopf. Scheinbar sind die Imperialen hinter euch her. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir haben ein ernstzunehmendes Problem. Ja, und sie sieht fast genauso aus wie ich. Erster Offizier Haken hat uns in eine Falle laufen lassen. Diesmal ist Zwillingsschwester. Der Angriff auf diese Luftschleuse war eine List. Nachdem Haken euch hierher geschickt hat, schlichen sich imperiale Kommandos an. Und ich dachte, sie wäre tot. Sie wurden von einem mandalorianischen Söldner namens Eisenfaust angeführt. Ein Mandalorianer? Eisenfaust? Ein was namens wie? Wir haben die erste Entermannschaft aufgehalten. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch diese Gruppe besiegen können. Es wird noch schlimmer, fürchte ich.
Eisenfaust und seine imperialen Kommandos haben die Brücke gestürmt. Und jetzt ist der gesamte Bereich abgeriegelt. Was? Das ist so lustig. Ich möchte mitlachen. Gibt es noch mehr gute Nachrichten? Wir müssen etwas tun. Und zwar rasch. Worum geht es hier eigentlich? Warum wollen die Imperialen euch unbedingt gefangen nehmen? Wegen meiner Arbeit. Ich bin eine republikanische Botschafterin. Ich reise zu Planeten unter imperialer Kontrolle und überzeuge ihre Regierungen davon, zu uns überzutreten. Juhu, ein Einserwurf. Ein Einserwurf! Potenzielle Feinde zu Freunden zu machen, verhindert unnötige Konflikte. Nicht alle Kämpfe können vermieden werden, aber mit Diplomatie können wir so viel mehr gewinnen als mit Krieg. Aber wir können später über meine Arbeit sprechen. Wir müssen die Brücke zurückerobern. Je länger die Imperialen die Kontrolle haben, desto schwerer wird es, sie ihnen zu entreißen. Ich sagte euch bereits, dass Eisenfaust die Brücke abgeriegelt hat. Es gibt keinen Weg rein oder raus. Eine Sicherheitsverriegelung, das ist nicht gut. Chefingenieur Salen weiß vielleicht einen Ausweg. Hassus, die Leute können nicht mehr zuhören. Ich hab nachher einen Fall. Dann nehmen wir ein Headset zu lange ab. Hoffentlich können wir Salen vor den Imperialen erreichen. Wisst ihr, wo er ist? Er und sein Team sind unten im Technikbereich. Ich bin sicher, dass sie uns helfen können. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn die Imperialen merken, dass die Schleusen zum Technikbereich geöffnet werden, überrennen die Soldaten den Bereich sofort. Meine Männer und ich können das übernehmen. Formieren, Männer! Wir werden für ein bisschen Ärger sorgen. Findest auch den Klontrupper da hinten, der genauso aussieht wie der andere? Ja. Der ein bisschen aufblinkt? Ja. Der ist sehr gut. Ja. Genauso wie der Jubelnde und dahinter. Entriegeln wir diese Brücke. Ja, ich will es gar nicht wieder rumjubeln. Geben den Imperialen mal ein paar Denkanstöße, was, Jungs? Ich gehe mit Commander Narlok. Sobald ihr euch einen Weg zum Technikbereich gebahnt habt, stoße ich dort zu euch. Viel Glück. Ja, es gab halt schon zu Zeiten der alten Republik-Klonkrieger. Genau. Wir machen hier auf jeden Fall erstmal einen Cut und werden im nächsten Part dann weiter die Essilis erforschen. Bis dann.